Ja. Nein, ich bleibe dabei. Ihr könnt mich nicht umstimmen. Was sagst du? Ach, ihr droht mir? Ich habe es schon ganz richtig verstanden. Und euch traue ich doch alles zu. Nein, ich bleibe dabei. Ich mache das nicht mit. Polizei, Einsatzzentrale? Ja, ich habe gerade eine Morddrohung erhalten. Ich möchte davon Mitteilung machen. Ich verbinde Sie mit der zuständigen Dienststelle. Derek? Einsatzzentrale. Jemand meldet eine Morddrohung. Bitte übernehmen Sie. Oberinspektor Derek. Ja, ich habe gerade eine Morddrohung erhalten. Ich möchte dazu etwas sagen. Bitte geben Sie mir Ihren Namen und Ihre Anschrift. Ich heiße Konrad Breuer. Elisabethstraße 12a. Man hat mich bedroht. Man will mich umbringen. Wer bedroht Sie? Hören Sie zu. Ich will dazu nur Folgendes sagen. Moment. Also die Sache ist die, wenn mir etwas zustößt, dann halten Sie sich an Roland Kranz. Haben Sie den Namen verstanden? Soll ich ihn wiederholen? Nein, das ist nicht nötig. Wer ist dieser Kranz? Warum will man Sie umbringen? Sie werden das schon herausbekommen. Kann ja auch sein, dass die ein Einsehen haben. Ich will niemanden zu Unrecht beschuldigen. Jedenfalls, wenn mir etwas passiert, naja, wie gesagt, einen Namen haben Sie ja. Sagen Sie mal, sind Sie betrunken? Na und? Der ist betrunken. Nichts mehr. Du weißt nie, wann du voll bist. Und du bist voll. Komm, mach keinen Ärger. Wenn ich trinke, dann weiß ich, warum ich trinke. Naja, ist schon gut, okay. Streng dich nicht an. Schon in Ordnung. Du hast ja keine Ahnung, was los ist. Was habt ihr bloß alle im Kopf? Mein Kopf ist in Ordnung, der funktioniert. Aber deiner funktioniert nicht mehr richtig. Sag mal, bist du vielleicht mit dem Wagen da? Verstehe. Stellst mir bitte schon ein Taxi. Das ist das erste vernünftige Wort, das ich von dir höre. Ich warte draußen. Brauche frische Luft. Thank you.
Weltmeister haben wir heute keine. Ja. Ja, ich bin's, Richard. Spielt denn der total? Nein. Versuch nochmal mit ihm zu reden. Du schaffst das schon. Der spinnt total. Sie haben ein Taxi bestellt? Ja, der Typ steht draußen. Oh, draußen. Draußen steht keiner. Na, wo steckt er? Er wollte draußen warten. Er war total abgefüllt. Moment, er hat einen silbergrauen Golf. Den sehe ich auch nirgends. Hat er sich doch in seinen Wagen gesetzt? Konrad Breuer. Moment. Elisabethstraße 12a. Nein, ich bin kein Hellseher. Tja. Wo er nun genau gesessen hat, der Körper hatte Auftrieb. Er kann hinterm Steuer gesessen haben, auf dem Beifahrersitz. Genauso gut kann er hinten gesessen haben. Du erinnerst dich doch, er hat doch gesagt, wenn mir etwas zustößt, dann halten Sie sich an, wie hieß der Name? Kranz, Roland Kranz. Weißt du, der Fall hat was Verzwicktes. Ist ja noch gar nicht erwiesen, ja. Dass es sich um einen Mord handelt. Da müssen wir erstmal die Autopsie abwarten. Und der Mörder, falls es überhaupt einen gibt, der wird sich natürlich darauf berufen, dass es sich um einen Unfall handelt. Das, wenn bei den Toten keine Zeichen von Fremdeinwirkung festzustellen sind, so da wird das Gegenteil verdammt schwer zu beweisen sein. Mein Name ist Derek, Kriminalpolizei. Herr Kranz? Kriminalpolizei? Bitte, kommen Sie weiter. Danke. Hoffentlich bringen Sie keine schlechten Nachrichten. Erwarten Sie welche? Man erwartet sie nicht, aber man muss immer damit rechnen. Es handelt sich um Konrad Breuer. Es geht um Conny, meinen Partner. Was ist mit ihm? Ich habe mir schon Sorgen gemacht. Er wohnt auch hier im Studio, aber sein Bett ist unbenutzt. Er bleibt manchmal auch bei irgendeiner Freundin. Er ist tot. Tot? Conny ist tot. Gottes Willen, was ist passiert? Ein Unfall. Wie kommen Sie auf Unfall? Weil
er ein verrückter Autofahrer ist. Und er fährt leider auch, wenn er getrunken hat. Also war es ein Unfall? Ja, ja, er wurde heute Vormittag mit seinem Wagen tot aus einem Kanal geborgen. Entschuldigen Sie, ich kann im Moment nichts. Wie oft habe ich Ihnen gesagt, trink nicht? Und wenn du trinkst, dann fahr nicht mit dem Auto. Er war kein guter Autofahrer. Und trotzdem ist er manchmal nachts wie wild in der Gegend rumgefahren. Kann ich irgendwas tun? Kann ich Ihnen behilflich sein? Ein angenehmer Mann. Ein sehr angenehmer junger Mann. Ja. Er war wirklich erschüttert. Harry, lass uns noch mal in das Band reinhören. Ich heiße Konrad Breuer, Elisabethstraße 12a. Man bedroht mich. Man will mich umbringen. Also die Sache ist die, wenn mir etwas zustößt, dann halten Sie sich an Roland Kranz. Haben Sie den Namen verstanden? Soll ich das? Ja, es kann ja auch sein, dass die einen Einsehen haben. Und ich will niemanden zu Unrecht beschuldigen. Aber wenn mir etwas passiert... Er sagt, Mann will mich umbringen. Und dann sagt er, halten Sie sich an Roland Kranz. Er sagt aber nicht, das wird der Mörder sein. Und dann sagt er weiter, kann aber auch sein, dass die ein Einsehen haben. Er redet also von mehreren Personen. Und er ist jetzt glaubwürdig, ne? Tja, er hat gesagt, wenn mir etwas zustößt, ihm ist etwas zugestoßen, er ist tot, also ist er glaubwürdig. Was ergab denn die Blutuntersuchung? 2,3 Promille. Na, da war fahruntüchtig. Verletzungen? Ja, nur Verletzungen, die man sich zufügt, wenn man unter Wasser versucht, aus dem Auto rauszukommen. Also keine erkennbaren Fremdeinwirkungen. Ein Routinefall. Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang. Wenn diese Stimme da nicht wäre... Es geht eigentlich immer noch um das Ausschließen von Fremdverschulden bei dem Unfall, dem Ihr Partner zum Opfer gefallen ist. Ich verstehe. Ein anderes Fahrzeug vielleicht. Denken Sie daran? Ja. Ob nicht der Golf Ihres Partners möglicherweise absichtlich von der Straße gedrängt wurde. Absichtlich? Das wäre ja Mord. Ja, das wäre Mord. Bitte. Danke. Oh Gott, du hast ja Besuch. Ja, Herr Derek ist soeben gekommen. Meine Schwester Anita. Guten Tag. Guten Tag. Kann ich mal schnell durchgehen? Ich denke, es wird Herrn Derek nichts ausmachen. So schlimm ist der Anblick nicht. Keineswegs. Sagen Sie, Herr Derek, Sie glauben, dass es sich um Mord handeln könnte? Um einen geplanten Mord? Ja. Wer sollte was gegen Konrad haben? Er war freundlich, immer gut gelaunt, hilfsbereit. So wie Sie ihn schildern, hat er sicher nur Freunde gehabt. Ja, das ist richtig. Die hatte er. Gute Freunde. Viele gute Freunde, die alle so wie ich über seinen Tod erschüttert sind. Ich sagte gerade, wie erschüttert wir sind über den Tod von Conny. Anita ist auch mit Konrad befreundet gewesen. Wir arbeiten zusammen.
Meine Schwester ist Fotomodell. Gehört sozusagen mit in die Firma. Du willst weggehen? Ja, Richard will heute die Aufnahmen machen. Die Idee mit der blühenden Wiese. Wiedersehen. Wiedersehen. Eine blühende Wiese, die das Leben verkörpert. Wir suchen positive Bilder gegen die Depression der Zeit. Das Leben ist schön und die Welt ist schön. Für welches Produkt werben Sie denn? Wir werben für alles Mögliche. Müssen wir. Wir müssen Geld verdienen, wie alle. Aber wir haben auch noch andere Interessen. Das Denken ändern. Nicht hinnehmen, was in der Welt passiert. Im Kleinen anfangen, bei sich selbst. Das Positive sehen, die Schönheit der Natur, die Schönheit im Menschen, die es gibt, die nur hervorgeholt werden muss. Entschuldigen Sie, wird Sie alles nicht interessieren. Nein, das war ganz interessant für mich. Wollen Sie mir jetzt bitte die Namen der Freunde nennen, die engsten Freunde des Toten? Vielleicht haben Sie die Liebenswürdigkeiten, schreiben mir die Namen auf. Ja, natürlich, gern, aber wozu? Machen Sie sich nicht ein bisschen viel Arbeit wegen eines tragischen Unfalls? So, also Roland Kranz, Werbegrafiker, Richard Schumann, Fotograf, Leonard Diener, Junglehrer. Das sind die nächsten Freunde. War uns bekannt? Nee, irgendwo erfasst. Nicht mal in Flensburg. Also, einwandfreier Leumann, ne? Und was war bei Kranz? Tja, wenn ich das nur wüsste. Ob er ein so guter Schauspieler ist oder ob er wirklich das meint, was er sagt. Und die Schwester? Ach du, da habe ich ein paar Fotos. Schau mal. Sehr hübsches Mädchen. Findest du nicht? Ja, finde ich auch. Naja, umso leichter wird es ja fallen, sie kennenzulernen. Sie werden gleich kommen. Die arbeiten sich immer wahnsinnig auf. Bis zur Erschöpfung. Spielen Sie auf? Ja. Liebe zum Leben heißt zunächst einmal Liebe zu seinem Körper. Danke. Was wollen Sie trinken? Saft, ja, Saft. Was will denn der? Weiß ich doch nicht. Hallo. Hallo. Grüß Gott. Das ist Herr Derrick, Kriminalbeamter. Richard Schumann und Leonard Diener. Guten Tag, Herr. Derrick. Verkehrspolizei. Mordkommission. Mordkommission? Im Zusammenhang mit dem Unfall von Breuer? Zwei Grapefruit, bitte. Ich denke, das war ein Verkehrsunfall. Conny ist mit seinem Wagen in den Kanal gefahren, total betrunken. War er doch. Das frage ich, das war er doch fast jeden Abend. Er war ein bisschen labil. Ja, dieses schreckliche Ende. Danke. Bitte. Danke. Wissen Sie, mit Sport hatte der nicht viel am Hut. Dazu konnten wir den nie überreden. Ich bin sicher, das hat ihm gut getan. Ja. Sind Sie beide auch in der Werbung? Ja, Richard ist ein hervorragender Fotograf. Macht viele Aufnahmen für uns. Die blühende Wiese. Ja. Er ist Lehrer auf Probe. Junglehrer noch ohne feste Anstellung, aber guten Mutes. So ist es. Hallo, ihr seid ja noch da. Hallo. Hallo, Richard. Hallo, Leo. Das ist Herr Derrick. Grüß Gott. Ria Kunze. Spielen Sie auch Squash? Ich kann's leider nicht. Das ist doch nicht schwer, es macht unheimlich Spaß. Ich zieh mich schnell um. Wer spielt mit mir? Tut mir leid, Ria, wir müssen weg. Alle? Ja, alle. Wiederschauen. Tja, können wir noch irgendwas für Sie tun? Nein, danke. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Thank you.
Ja, ich habe mir Unterlagen geben lassen. Vielleicht fange ich doch damit an. Also ich würde Ihnen das sehr empfehlen. Sehr gesund. Bleiben Sie noch hier? Nein, ich muss nach Hause. Sonst wird mich der Roland immer jetzt nämlich die S-Bahn. Wohin müssen Sie denn? Nach Fürstenried. Meine Richtung. Kommen Sie, ich fahre Sie. Danke. Was? Bei der Polizei sind Sie? Ja. Hat man Ihnen das nicht gesagt? Nein. Ich ermittle in dem Fall Konrad Breuer. Was hat Conny denn mit der Polizei zu tun? Ja, wissen Sie nicht, dass er tot ist? Conny ist tot? Ja, ja. Er ist in seinem Wagen ertrunken. Aber das ist ja furchtbar. Warum hat mir das denn keiner gesagt? Das kann ich Ihnen leider nicht beantworten. Da vorne ist es. Also hier wohnen Sie? Ja, hier wohne ich. Um es richtiger zu sagen, ich arbeite hier, bin Krankenpflegerin. Das ist ein großartiger Besitz. Wem gehört denn der? Frau von Wedel. Haben Sie nochmals vielen, vielen Dank. Finden Sie auch zurück? Aber ja, natürlich, machen Sie keine Sorgen. Wiederschauen. Wiederschauen. Die beiden jungen Männer waren sehr höflich und sehr nett. Aber so traurig über den Tod ihres Freundes waren sie nun auch wieder nicht. Der Kranz war da viel erschütterter. Sie waren locker. Mir waren sie eigentlich zu locker. Ich hatte überhaupt das Gefühl, irgendetwas stimmt da nicht. Und dann dieses Mädchen, diese Ria Kunze, Freundin von Kranz. Und sie wusste nicht einmal, dass Breuer tot ist. Gelogen, was? Ja, ich bin sicher, sie sagte die Wahrheit. Sie wusste es wirklich nicht. Ha, ich stelle noch mehr fest, wer diese Frau von Wedel ist. Und was ist eigentlich mit der Schwester von Kranz? Die kenne ich nicht. Noch nicht. Aber ich werde sie bald kennenlernen, weil ihr Auto nicht anspringen wird und ich ihr dann helfen muss. Du bleibst innerhalb der Legalität. Halbwegs, Stefan. Halbwegs. Sind Schwierigkeiten? Mein Wagen springt nicht an. Das ist ein ganz neues Auto. Kann ich Ihnen helfen? Ja. Wie wollen Sie das machen? Indem Sie die Motorhaube öffnen. Starten Sie mal. Nochmal. So, ich glaube, wir haben den Übeltäter. Muss nur ersetzt werden. Wenn Sie wollen, kann ich Ihnen das besorgen. Das ist eine Kleinigkeit. Ja. Wie lange würde das dauern?
Eine gute Stunde? Ich mache Ihnen einen Vorschlag, ich fahre Sie, wohin Sie wollen, und dann kümmere ich mich drum. Sie machen sich viel zu viel Mühe. Das möchte ich nicht. Hübschen Mädchen einen Gefallen zu tun, macht mir wirklich keine Mühe. Nein, nein, also mit Autos habe ich beruflich nichts zu tun, sondern nur fallweise. Ich bin Meinungsforscher, ja, so eine Art Meinungsforscher. Das bedeutet also, ich komme viel rum und kenne mich aus in den verschiedensten Dingen, angenehme und auch unangenehme. Aber selten so angenehme wie im Moment. Ich muss ja froh sein, dass ich Sie getroffen habe. Was ist das für eine Musik? Fällt sie Ihnen? Wahnsinnig! Wenn der Wagen wieder läuft, hole ich Sie her. Vielen Dank. Sie sind wirklich sehr nett. Moment, wo muss ich denn klingeln? Ach so, bei Kranz. Und wo müsste ich bei Ihnen klingeln? Entschuldigung. Ich heiße Harry Klein. Guten Tag, mein Name ist Derek. Ich möchte gerne Frau von Wedel sprechen. Frau von Wedel? Ja, Frau von Wedel hat Besuch. Ich weiß nicht, ob es jetzt geht. Aha. Ach, dann kann ich doch sicher Ihre Pflegerin sprechen. Ja, bitte. Danke. Sie? Ja, guten Tag. Wollen Sie zu mir? Nein, zu Frau von Wedel. Zu Frau von Wedel? Mhm. Was wollen Sie denn von Frau von Wedel? Entschuldigen Sie, ich bin ganz verwundert. Würden Sie Frau von Wedel sagen, dass ich Sie gerne sprechen möchte, ja? Das ist leider ganz unmöglich. Frau von Wedel hat ein wichtiges Gespräch mit ihrem Anwalt. Das wird länger dauern und ich darf nicht stören. Ihr Wagen läuft wieder. Ich bringe Sie dann dorthin. Vielen Dank. Tja. Haben Sie noch Zeit auf eine Tasse Kaffee? Ja, gern. Ich habe hier was für Sie. Das ist die Musik, die Ihnen so gut gefallen hat. Sie sind wirklich reizend. Vielen Dank. Wohnen Sie allein hier? Mit meinem Bruder. Er ist Werbegrafiker. Mhm. Und Sie sind Tänzerin? Nein. Nein? Ich bin Fotomodell. Ich mache jetzt den Kaffee. Wiedersehen, Herr Doktor. Guten Tag. Herr Derek, was machen Sie denn hier? Ja, ich habe gestern Abend Fräulein Kunze nach Hause gebracht. Ja, das hat sie mir erzählt. Vielen Dank. Ja, gewöhnlich bringe ich sie hierher. Ja. Sind Sie mit Frau von Wedel befreundet? Ja, ich besuche sie fast jeden Tag. Eine reizende alte Dame. Sehr krank und schwach, aber ihr Verstand ist in Ordnung. Ich mache eine große Erfahrung, wie klarsichtig das Alter ist. Sagen Sie, Derek, ist irgendwas nicht in Ordnung? Der Tod Ihres Freundes ist nicht in Ordnung. Dann sollten Sie etwas wissen. Konrad Breuer war ein zwiespältiger Mensch. Hin und her gerissen von Empfindungen, die er nicht unter Kontrolle hatte. Er hatte keinen ruhenden Pol in sich, sondern einen Wust von Meinungen. Aber das Leben verträgt nur eine, bei der man bleiben sollte. Das sehen Sie. Das hilft mir ja schon. Jetzt machen Sie mich bitte mit Frau von Wedel bekannt, ja? Gern, aber bitte nur kurz. Fremde Menschen strengen Sie an. Ja, bitte.
Entschuldigen Sie, Frau von Wedel, ich möchte Ihnen gern Herrn Derrick vorstellen. Er ist ein Bekannter von mir, ein Polizeibeamter. Ja, bitte. Guten Tag, gnädige Frau. Guten Tag. Sie Platz. Danke sehr. Polizeibeamter? Ja. Er untersucht den Tod von Konrad Breuer. So jung, sein Leben zu verlieren. Ja. Sie kannten Konrad Breuer. Er war ein ganz besonders liebenswerter junger Mensch. Schrecklich, auf diese Art zu enden. Seit Tagen reden wir darüber, über seinen Tod. Über den Tod an sich, ob er das Ende ist. Oder ein Anfang. Entschuldigen Sie, sind so Themen, die mich beschäftigen. Was tut der Mensch? Wohin geht er? Wissen Sie es? Nein, ich weiß es nicht. Niemand weiß es. Ach, sind das die Themen, über die Sie sprechen? Ja, wir reden über das, was unser Anliegen ist. Unsere große Sorge. Roland, bitte lassen Sie uns einen Moment allein. Ich muss ja nicht hören, was ich von ihm halte. Er ist ein außergewöhnlicher junger Mann. Vielleicht der wertvollste, den ich kennengelernt habe. Ein Lichtblick. Ja, eine Hoffnung. Hallo, die Polizei. Herr Derrick. Was machen Sie denn hier? Darf ich mal fragen, was Sie hier machen? Sie sind so wie ich bekannt mit Frau von Wedel. Also dann. Besuchen die alte Dame jeden Tag? Fast jeden Tag. Eine todkranke Frau. Eine reiche Frau, ich habe da recherchiert. Sie besitzt nicht nur das Haus, in dem sie lebt. Sie hat mehrere Hotels, dann hat sie Ländereien, Beteiligung an großen Industrieunternehmen. Also es ist keine reiche Frau, es ist eine steinreiche Frau. Und um sie herum lauter nette junge Leute. Reizende junge Leute, gegen die ja gar nichts zu sagen wäre. Wenn ich nicht dauernd die Worte von Breuer im Ohr hätte, wenn mir etwas zustößt, halten sie sich an Kranz. Kann aber auch sein, dass die ein Einsehen haben. Nee. Es geht um Geld. Es geht mal wieder um viel Geld. Es geht um das gesamte Vermögen der Frau von Wedel. Mhm. Reizende junge Leute, die da um ein Krankenbett versammelt sind. Ich freue mich, dass Sie mich abholen. Ich habe so versprochen. Warum tanzen Sie eigentlich so gern? Ich bewege mich gerne. Wer sich bewegt, lebt. Und wer sich anmutig bewegt... Lebt anmutiger. Ja, schöner, freier, besser. Aber genug mit dem Philosophieren. Also, wo fahren wir hin? Ich würde gerne sehen, wie Sie wohnen. Fahren Sie hinter mir her? Mhm. Gefällt mir. Ihre Tätigkeit als Meinungsforscher hat Ihren Geschmack nicht beeinträchtigt. Ja, warum auch? Darf ich Ihnen was anbieten? Mhm. Wir haben eine Auswahl vom englischen Tee bis zum schottischen Whisky. Whisky. Mit Wasser und Eis? Pur.
Warum hast du mir nicht gesagt, dass du Polizist bist? Wieso weißt du das? Dein Ausweis. Er fiel aus deiner Tasche. Warum hast du mich angelogen? Wegen Konrad Breuer? Ja oder nein? Ja. Ja, wegen Konrad Breuer. Ich finde dich wahnsinnig lieb. Bitte zerstör das nicht. Hallo, was machst denn du hier? Ich denke, Squash ist nichts für dich. Ein Bekannter, Harry Klein. Er interessiert sich für Squash. Sollen Sie meine Schwester zum Squash überreden? Das ist mir bis jetzt noch nicht gelungen. Sehen Sie sich ein bisschen um. Das ist eine tolle Anlage hier. Mhm. Hallo, Doktor. Hallo. Hallo, Anita. Auch hier? Du kommst ziemlich spät. Weil ich aus der Kanzlei nicht wegkomme. Ihr habt es gut. Freie Berufe. Halbfreie. Ihr habt alle schon gespielt, was? Und wer spielt jetzt mit mir? Sag mal, wer ist eigentlich dieser Dr. Wienand? Ein Anwalt. Der Anwalt von Frau von Wedel. Frau von Wedel erwartet Sie. Es ist niemand da. Sie sind ganz alleine im Haus. Herr Derrick. Guten Abend, Frau von Wedel. Bitte verzeihen Sie meinen späten Besuch. Bitte. Danke. Sie stört mich nicht. Kann sowieso nicht schlafen. Wie geht's Ihnen? Jeden Tag ein bisschen schwächer. Haben Sie Schmerzen? Ja, die üblichen körperlichen. An die habe ich mich gewöhnt. Andere Schmerzen. Es geht zu Ende und man überblickt das Leben. Das eigene. Das Leben anderer. Warum suchen Sie mich auf zu einer so ungewöhnlichen Zeit? Ich wollte ganz sicher sein, dass niemand anwesend ist. Sagen Sie bitte, Frau von Wedel, was bedeuten Ihnen diese jungen Leute, die Sie so oft besuchen? Diese jungen Leute geben den letzten Tagen meines Lebens einen Sinn. Sie haben mich begriffen. Wissen Sie, wie schwer es ist, von jungen Menschen verstanden zu werden? Und die haben mich verstanden. Ja, Roland Kranz hat mich verstanden. Ihm gehört meine ganze Liebe. Meine Hoffnung. Welche Hoffnung? Auf Menschen einzuwirken. Ihnen die Augen zu öffnen, dass sie begreifen, dass sie erkennen, was sie tun. Und Roland Kranz hat diese Begabung, er und seine Freunde. Ich gebe ihnen die finanzielle Möglichkeit, das alles zu verwirklichen. Alles, was ich besitze, wird ihnen gehören.
Tja. Und das wird nicht wenig sein. Es ist ein großes Vermögen. Was machen Sie denn hier? Wie geht es Ihnen? Alles in Ordnung? Ich fühle mich ganz wohl. Sie haben aber erhöhten Puls. Machen Sie sich keine Sorgen, Rhea. Frau von Wedel braucht jetzt unbedingt Ruhe. Natürlich. Ich habe mich sehr gerne mit Ihnen unterhalten. Danke. Konnten Sie Herrn Derrick erlauben, ins Krankenzimmer zu gehen? Gehört die Kranke Ihnen? Gehört sie nicht mehr sich selbst? Halt mal an. Ich will nicht nach Hause. Ja, willst du nur irgendwo hingehen? Nein, ich will nur nicht nach Hause. Du glaubst, ich spinne. Was? Ich mach dir erstmal einen Kaffee. Ich helf dir. Machst du nie richtigen Filterkaffee? Ich habe morgens nie Zeit, bei mir muss immer alles ganz schnell gehen. Komm, lass mich das machen. Wo ist dein Filtereinsatz? Filter haben wir hier. Mhm. Einsatz auch. Genau, die Kanne kannst du nehmen. Du willst nicht zu deinem Bruder. Nein. Wird er dich nicht vermissen? Doch, das wird er. Guten Tag, Herr Dr. Wiedel. Bitte? Ich habe Ihre Einladung bekommen. Was ist es nun? Eine Einladung, eine Vorladung? Nein, es ist eine Einladung. Ich bin dankbar, dass Sie überhaupt gekommen sind. Darf ich fragen, worum es geht? Sie sind der Anwalt von Frau von Wedel. Ja. Sind Sie auch Ihr Testamentsvollstrecker? Ja. Ich will, das heißt, ich kann Sie ja gar nicht nach dem Inhalt des Testamentes fragen, aber ich nehme doch an, es ist verfasst zugunsten von Roland Kranz. Keine Sorge, ich respektiere Ihre Schweigepflicht. Darf ich Sie mal in den Nebenraum bitten? Sie werden es schon wissen, ich war heute Nacht bei Frau von Wedel. Wogegen man protestieren muss. Frau von Wedel ist herzkrank. Alle Aufregungen müssen von ihr ferngehalten werden. Sie sagte mir, dass sie sehr reich sei, aber eines Tages würde alles Ihnen gehören. Ich nehme an, es ist ein entsprechendes Testament gemacht worden. Sie müssen darauf nicht antworten. Aber warum darauf nicht antworten? Ja, sie hat uns ihr Vermögen vermacht. Mir und meinen Freunden. Wir werden dieses Geld in ihrem Sinne verwenden. Zur gesellschaftlichen Neuorientierung. Was machen Sie denn hier? Das ist Inspektor Klein. Ist ein Polizist? Ich heiße Konrad Breuer, Elisabethstraße 12a. Man bedroht mich. Man will mich umbringen. Also die Sache ist die, wenn mir etwas zustößt, dann halten Sie sich an Roland Kranz. Was ist das für ein Band? Was soll das? Das ist doch Unsinn! Was sagt er da, man will ihn umbringen? Wer ist dieser Kranz? Und warum will man sie umbringen? Sie werden das schon raus. Ich weigere mich, das anzuhören. Conny ist verunglückt. Kann sein, dass die einen Einsehen haben. Und ich will. Hören Sie, jetzt haben wir eine Erklärung dafür, warum Sie sich so intensiv mit uns beschäftigen. Er hat also hier angerufen.
Wenn das Gespräch abends kam, dann war er schon betrunken. Er war abends immer betrunken. Es ist furchtbar, seine Stimme zu hören. Die Stimme eines Toten. Sie müssen verstehen, das hat mich... Das hat uns fast umgehauen. Haben Sie noch was in petto? Nein. Ich glaube, wir waren nicht sehr erfolgreich. Findest du? Ja gut. Wir nehmen die alte Frau aus. Haben sie ihr Vertrauen erschlichen? Bedenkenlos, gewissenlos. Aber das ist ja nicht strafbar. Die reißen sich da alle zusammen. Und wahrscheinlich mischt dieser Rechtsanwalt auch noch mit. Ein Riesenvermögen unter Nagel. Aber nicht, um die Lage der Menschheit zu verbessern, wie Sie sagen. Sondern ihre eigene. Entschuldigung, ich habe vergessen, was zu fragen. Wo ist meine Schwester? Ist sie bei Ihnen? Sagen Sie, sie soll nach Hause kommen. Haben Sie verstanden? Ja, sie ist wirklich bei mir. Sie will nicht nach Hause. Sie will ihren Bruder nicht sehen. Warum will sie ihren Bruder nicht sehen? Tja, wenn ich das wüsste. Sie ist auf einmal völlig durcheinander. Jetzt hör auf, rumzulaufen. Mach doch nicht verrückt. Uns kann nichts passieren. Was tun wir denn? Alles, was wir tun, ist völlig legal. Sie hat unterschrieben, alles ist notariell beglaubigt. Nur sie kann alles ungültig machen. Nur sie selbst. Und warum sollte sie das jetzt tun? Heute ist echt viel los mit mir. Ich werde gleich wieder nach Ihnen schauen. Versuchen Sie zu schlafen. Ja, der Schlaf wartet. Ich spüre es. Aber es ist anders. Ganz anders. Ich komme gleich wieder. Wie geht's dir? Gar nicht gut. Gar nicht gut. In den letzten Tagen hat sie stark abgebaut. Das ist richtig. Gib mir eine Zigarette. Lasst mir doch Zeit. Also gibt es etwas, wofür Sie Zeit brauchen, um es zu sagen? Ja. Ich will Sie nicht drängen. Indem Sie das sagen, tun Sie es doch schon. Hören Sie, ich habe mit mir selbst zu tun. Jeder ist sich selbst der Nächste, das gilt auch für mich. Schon akzeptiert. Haben Sie heute schon gegessen? Gegessen? Ich habe seit Tagen keinen Hunger. Seit dem Tag, an dem Breuer starb? Ach, lassen Sie mich doch zufrieden! Ja, ich möchte etwas essen, gehen wir. Also gut, geh mal was essen. Ich habe ein paar Gedanken im Kopf, die sich einfach nicht vertreiben lassen. Obwohl ich es versuche. Ich saß im Wagen meines Bruders.
hat er telefoniert. Er setzte sich zu mir in den Wagen. Conny ist verrückt. Der macht alles kaputt. Er will ihr die Wahrheit sagen, dass wir einzig und allein für uns ihr Geld wollen. Er will der alten Dame sagen, dass wir ihr ein monatelanges Theater vorgespielt haben, was wir alles Gute mit ihrem Geld tun wollen. Die Wahrheit ist, dass wir die alte Dame glücklich machen. Wir machen sie glücklich und sie macht uns glücklich. Das ist doch fair. Was soll ich bloß tun, damit er nicht alles kaputt macht? Mein Bruder wusste, wo er Konrad finden würde. Er redete auf Konrad ein. Den kann ich jetzt nicht allein lassen. Der ist total blau. Ich muss noch mal versuchen, ihn zu überreden. Ich fahre ihn, du fährst mir hinterher. Der Wagen hielt neben dem Kanal. Ganz fertig. Ist doch auch sein Vorteil. Es dauert nicht mehr lang, dann schwimmen wir im Geld. Das kapiert er einfach nicht. Er sitzt da völlig betrunken. Ist nicht mehr ganz da. Was macht er denn jetzt? Setzt sich ans Steuer. Er kann doch nicht fahren. Nein, das kann er nicht. Du darfst ihn nicht fahren lassen. Anita, fahr voraus bis zur Brücke. Warum soll ich vorausfahren? Tu, was ich sage, fahr. Ich wusste nicht, warum ich weg sollte. Ich ging auf die Brücke, bis ich den Wagen wieder sah. Also gut. Wenn du unbedingt fahren willst, fahr los. Fahr los! Los, gib Gas! Gib Gas, gib Vollgas! Alles direkt vor hinter euch! Ich habe es gesehen. Bleib hier. Aber... Du bleibst hier. Du wirst jetzt nichts tun. Ich nehme Sie fest als Mörder von Konrad Breuer.